An einem weiteren Tag waren wir dann im Wald spazieren, genau gesagt im Nationalpark Donana. Das ist ein riesengroßer Pinienwald, leider auch wieder mit den ganz netten kleinen Würmchen, das sind hässlichen Raupen. Für die Jackies ist es natürlich hier ein Paradies, weil die kann immer wieder frei laufen. Auch wenn sie zwischendrin mal einen Hase erspäht hat und dem hinterher ist. Naja, ist ja wieder zurückgekommen.
Und damit geht jetzt eine ganze Woche, eine ganze schöne Woche, wo meine Family jetzt da war, also mein Bruder und meine Mutter, leider schon zu Ende. Der Tag heute in Córdoba, super schön. Vor allem die ehemalige Moschee, Schrägstrich Kathedrale, Schrägstrich was auch immer es in den letzten 1000 Jahren sonst noch war. Könnt ihr mal nachlesen, ich habe euch die Einträge unten unter dem Video auf jeden Fall mal drunter gemacht. Falls ihr Bock habt, auch mal herzukommen, es lohnt sich auf jeden Fall. Nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Ich glaube, wenn man das so durchhastet, lohnt es sich weniger. Wenn man sich das ein bisschen in Ruhe anschaut und es ein bisschen genießt, dann klappt das viel, viel, viel besser. Und man hat auch ein bisschen mehr davon. Und wir gehen jetzt zum Auto. Ich check hier schon drauf und dran. Na, hast du Auto gefunden? Auto gefunden. Kleines Spielchen, was wir immer machen. Jackie soll das Auto suchen. Und das Lustige ist, sie findet sie jedes Mal. Wir fahren jetzt zum Hotelheim. Also, ich fahre meine Mutter, meinen Bruder zum Hotelheim. Und dann werden wir uns noch kurz verabschieden, dass die morgen früh ihren Flieger bekommen. Die fliegen nämlich schon ganz, ganz zeitig los. Und dass die Jackie und ich endlich mal zurück zum Campingplatz kommen. Und unsere wohlverdiente Ruhe haben. Die wartet nämlich gerade schon, dass wir rein können. Schaut mal. Ne? Geh mal rein, Jack. Ja, schau mal. Ich hoffe, euch haben die Trips genauso gefallen wie mir auch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht zum Zuschauen. Und ich hoffe auch, dass mein Bruder einigermaßen richtig gefilmt hat. Ich habe das ja nicht mitgekriegt. Ich habe das ja immer erst später mitbekommen, als ich dann abends beim Zusammenschneiden die Videos gesehen habe, die er gemacht hat. Doch ich würde sagen, er kann's. Was meint ihr? Daumen hoch oder Daumen runter für ihn? Schreibt's mir in die Kommentare rein. Los, zurück zum Hotel, zum Campingplatz. Bis nachher. Thank you.